Ja, vielen Dank für die netten Worte. Auch einen schönen Gruß an alle im Chat und die sich dieses Webinar ansehen. Der heißeste Tag mit einem heißen Thema, so könnte man fast sagen. Das Thema, ja, wie bekommt man ja das richtige statische System? Was rechnen wir eigentlich? Ich möchte gleich sagen, ich werde versuchen, heute auch so ein bisschen wach zu rütteln und uns mal vielleicht wieder deutlich zu machen, dass wir, egal was wir rechnen, dass das immer nur ein Modell ist mit einer größeren oder einer entsprechend kleineren Genauigkeit. Deswegen habe ich mir einige Punkte überlegt, was möchte ich ansprechen. Eine kurze Einführung natürlich. Ich werde ein bisschen was Ihnen erzählen zu dem Thema, was sind Besonderheiten bei Stahlbetonbauteilen, weil wir doch immer wieder merkt, dass dort auch, gerade wenn es um finite Elementberechnungen geht, dass man da ja, sich vielleicht eine Genauigkeit vorstellt, die es gar nicht gibt in der Realität. Ich werde Ihnen zwei, drei kleinere Fehler mal zeigen, die teilweise zu größeren Schäden geführt haben. Mir geht es aber jetzt nicht hier, um jemanden bloßzustellen oder diesen Schaden zu präsentieren, sondern einfach zu zeigen, wie sensibel die Tragwerksplanung ist und wie man doch unglaublich aufpassen muss, damit man dann keinen kleinen Fehler macht und anschließend einen Bauschaden erzeugt. Ein paar Grundlagen zur FE, denke ich, ist ganz wichtig, weil wir reden ja weitestgehend jetzt von FE-Berechnungen. Ich werde ein paar Fragestellungen noch bringen und einen kleinen Ausblick zum Schluss. Das ist so die Reise in der nächsten Stunde. Und ich möchte mal starten mit einem Überblick, das ist, denke ich, mir jedem bekannt, mit dem Überblick über das gesamte Normenwesen, mit dem wir jetzt schon seit einigen Jahren arbeiten, wo auch aktuell daran gearbeitet wird, dass wieder ein bisschen ein Update kommt von den Normen. Aber man merkt schon, wir sind in verschiedensten Normen zu Hause. Wir haben natürlich dieses Sicherheitskonzept, das kennt jeder jetzt mit diesen Teilsicherheitsbeiwerten. Wir beschäftigen uns immer mit Einwirkungen auf Tragwerken. Ich möchte es auch mal so sagen, diese Einwirkungen, die wir teilweise gar nicht richtig greifen können, uns auch schwierig vorstellen können. Und dann sehen wir in dieser mittleren Bereich dann die unterschiedlichen Bauarten, die wir haben. Fängt links an mit dem Klassiker, mit dem Stahlbeton, Spannbeton und hört auf der rechten Seite auf mit dem Thema Aluminium. Und wenn wir natürlich über Tragwerksplanung sprechen oder über Gesamtmodelle sprechen, dann spielt natürlich unten die Basis auch eine große Rolle natürlich. Wie sieht es aus mit dem Thema Geotechnik? Wie bilde ich die Gründung ab? Wie berücksichtige ich diese Interaktion zwischen dem Tragwerk an sich und dem Baugrund? Da gibt es auch unglaublich viele Möglichkeiten. Die Frage ist halt einfach, wie tief steige ich ein und wie genau muss ich mein Modell aufsetzen? Und das ist oftmals eine Fragestellung, die man nicht pauschal beantworten kann, sondern das liegt wirklich dann wieder an den entsprechenden Fragestellungen und an der Komplexität des Projekts. Ich möchte aber zu Beginn jetzt einfach Ihnen noch mal so ein bisschen klar machen, was wir eigentlich machen. Und ich möchte es jetzt mal beschränken auf den Stahlbetonbau. Ich habe hier einfach mal so eine Grafik gemacht. Da sehen wir auf der X-Achse so die Verschiebung. Hier sind wir dargestellt. Das wäre die Verformung. Und auf der Y-Achse die Last. Ein sehr einfaches Beispiel. Und jetzt ist es einfach so, dass diese rote Linie so ungefähr das wirkliche Verhalten eines Stahlbetonbauteils abbilden würde. Das heißt, wir sehen hier vorne haben wir einen linearen Ansatz, wir haben hier eine Rissbildung, die stattfindet und dann merkt man ganz klar, bei weiterer Laststeigerung haben wir ein deutlich nicht lineares Materialverhalten. So, und jetzt, was machen wir bei der Berechnung? Das Erste, was wir machen, ganz, ganz oft, wir gehen von einem ganz normalen Elastizitätsgesetz aus. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir die Schnittgrößen oder auch die Verformungen erstmal grundsätzlich berechnen, indem wir sagen, wenn ich die Last verdopple, verdoppelt sich auch im Grunde genommen die Verformung. Wir sehen das hier grün dargestellt. Also wir haben einen E-Ansatz, das heißt hier vorne in diesem Bereich, wo wir ungerissen sind, ist das Modell oder ist dieser Ansatz zutreffend. Aber je weiter wir im Grunde genommen in den nichtlinearen Bereich gehen, machen wir einen großen Fehler. Wir sehen das einfach hier, dass bei dieser Last, wenn ich hier auf die grüne Linie gehe und gehe nach unten, habe ich eine deutlich kleinere Verformung, wie wenn ich natürlich auf die rote gestrichelte Linie gehe. Also das heißt, wir machen dort einfach einen Fehler. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, die natürlich ganz oft auch im Stahlbau angesetzt wird, und man sagt einfach, ich mache Plastizitätstheorie. Das heißt, im Grunde genommen, ich ignoriere hier vorne diesen Bereich, diesen Elastizitätsbereich, und ich gehe davon aus, dass ich ein plastisches Materialverhalten habe
Und das ist dann eben diese Plastizitätstheorie. Wir sehen auch, dass die hier in diesem Bereich natürlich sehr gut die Wirklichkeit abbildet, aber im vorderen Bereich eben entsprechend nicht die Lastverschiebungslinie trifft. Und eigentlich, wenn wir es wirklich genau machen wollten, realitätsnah, dann müssten wir eine nichtlineare Berechnung durchführen. Das bedeutet nichts anderes. Wir müssten einen ersten Schritt machen. Es muss geschätzt werden, wie viel Bewährung bauen wir erstmal ein in das Programm oder in diesen Rechenschritt. Und dann wird iteriert und es wird sukzessive natürlich dann die entsprechende Bewährung immer erhöht, bis wir dann entsprechendes Gleichgewicht haben. Und dann schaffen wir es, wie es hier dargestellt ist, dann schaffen wir wirklich, diese rote Linie, die ich hier oben dargestellt habe, nachzufahren. Aber das bedeutet natürlich einen sehr, sehr großen Aufwand. Sie kennen diesen Aufwand. Ich komme da ganz zum Schluss auch noch mal kurz darauf zu sprechen. Wenn wir natürlich realitätsnah Verformungen berechnen wollen von Stahlbetonbauteilen, dann müssen wir das tun, weil halt eben diese Rissbildung ja zu einer zum Steifigkeitsabfall führt und damit natürlich auch zu einer Vergrößerung der Verformungen plus natürlich noch die zeitabhängigen Verformungen wie Kriechen und Schwinden. Also das heißt, alles, was wir eigentlich rechnen mit normalen Ansätzen ist, ich will es ganz mal plakativ sagen, ist erstmal von Hause aus falsch. Entspricht nicht dem wirklichen Tragverhalten unter der entsprechenden Belastung. Ich habe das hier nochmal zusammengefasst, so ist es auch in der Norm angegeben, aktuell im Eurocode. Das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir können nach der E-Theorie rechnen, Fließgelenktheorie und auch nichtlinear. Und hier vorne, um diese Umlagerungen ein bisschen zu berücksichtigen, kann ich auch Schnittgrößen zum Teil umlagern. Eine wichtige Sache ist klar, wenn ich nichtlinear rechne, dann gilt im Grunde genommen das Superpositionsgesetz nicht mehr. Das heißt, ich muss im Grunde genommen jeden Lastfall insgesamt durchrechnen und kann nicht mehr jeden Lastfall getrennt rechnen und dann überlagern, so wie wir es bei der Superposition kennen. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Jetzt ist es natürlich klar, wenn wir uns den Stahlbeton ansehen, dann stellen wir natürlich fest, wir haben einen Verbundwerkstoff. Ich denke, das ist auch jedem klar, wer hier dabei ist. Aber ich will Ihnen auch nochmal deutlich machen, zum Beispiel ein Grundparameter, zum Beispiel der E-Modul, wenn es um das Thema Verformung geht, der streut unglaublich stark. Also eine Streuung von 30-40% ist keine Seltenheit zwischen dem, was wir vielleicht theoretisch uns überlegen und was wir draußen ausführen. Und zwar in beide Richtungen kann das streuen. Besser sein oder auch schlechter sein. Und natürlich geht es um die bauliche Durchbildung, die natürlich auch wieder einen Einfluss auf das Tragverhalten hat. Wir machen natürlich aus unserer Erfahrung sehr viele konstruktive Durchbildungen, die dafür sorgen, dass das Tragwerk nachher auch so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und es gibt natürlich noch weitere Besonderheiten, ich habe es schon mal angedeutet, zum Beispiel das zeitabhängige Verhalten. Ich möchte auf einen Schadensfall schon mal eingehen, der ist in den 90er Jahren passiert. Ich weiß noch, damals ging es los mit den Finit-Element-Berechnungen. Und wir sehen hier eine Bohrinsel, die hergestellt wurde. Wir sehen das hier, diese entsprechenden Bereiche. Hier sehen wir auch schon die Türme, die nach oben wachsen, wo nachher natürlich die Plattform installiert werden sollte. Und man hat diesen Bereich hier, hier sieht man das ganz gut, hier diesen Zwickel zwischen diesen einzelnen Behältern, hier sieht man das. Diesen Bereich, das ist sehr, sehr groß, man sieht das hier, 6 Meter ist zum Beispiel hier so ein kleiner Zwickel. Und diesen Bereich hat man damals mit finiten Elementen abgebildet, hat eine Berechnung durchgeführt und hat auch danach konstruiert. Das Teil wurde rausgeschleppt, sollte getestet werden und ich will es auf Deutsch sagen, es hat einen Rappel und Schlag getan und dann lag es auf dem Meeresboden, totales Versagen. Was war passiert? Es war Folgendes, das System war für die damaligen Verhältnisse relativ groß. Das heißt, man hat versucht, das finite Elementnetz möglichst klein zu halten, also ein möglichst grobes Netz zu machen, will ich mal so sagen, und hat dann durch dieses relativ grobe Netz die Extremmaß nicht getroffen. Das heißt, erstens mal war es schon mal ein Fehler in der Vernetzung und man hat auch noch einen Fehler zusätzlich gemacht in der Verankerung. Wir sehen das hier. Hier sieht man so einen Zwickel, so einen Teil davon im Versuch, den man dann nachher getestet hat. Und dann hat man festgestellt, dass die Währung nicht ausreichend verankert war. Und das hat dann zu diesem Totalversagen geführt. Und wie schon gesagt, Modellierungsfehler, natürlich damals auch mit den begrenzten Rechnerkapazitäten, die man damals hat.
Also ein großer Schaden infolge falscher Vernetzung und falscher konstruktiver Durchbildung. Natürlich gibt es eine ganze Menge von Vor- und Nachteilen bei der FEM. Ich denke, heute in der Praxis werden die Büros ohne FE-Berechnungen nicht mehr auskommen. Es werden auch nur noch natürlich ganz wenige sich hinsetzen und werden versuchen, zum Beispiel eine Flachdecke per Hand zu rechnen. Wenn, dann wird man das vielleicht benutzen, um etwas zu überprüfen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, wir können beliebige Geometrien abbilden. Wir können auch eigentlich alle Belastungen abbilden. Dort gibt es fast keine Grenzen mehr. Und, das werden wir nachher auch sehen, wir können natürlich in Beispielen auch das Gesamttragverhalten studieren. Ob das immer sinnvoll ist, ist eine ganz andere Frage. Manchmal ist es auch sinnvoll, sich ganz einfache Systeme zu holen und vielleicht ist es auch oftmals sinnvoll, gar keine finite Elemente anzuwenden, sondern mit der ganz normalen Stabstatik zu arbeiten. Aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Wichtig ist nur eins, egal was wir mit finiten Elementen rechnen, es ist und bleibt ein Näherungsverfahren. Natürlich theoretisch gesehen, wenn ich sehr, sehr klein vernetze, konvergiert es zur exakten Lösung, aber es wird nie die exakte Lösung geben. Das heißt, wir werden immer eine Näherung haben und nicht die Ergebnisse, die ich normal mit den Differentialgleichungen bekomme. Wir haben natürlich bei den Finitelementberechnungen auch immer wieder mit Singularitäten zu kämpfen und je größer die Modelle werden, nachher werden wir das auch sehen, umso länger ist natürlich die Rechenzeit, umso länger sind auch dann die Daten, die ich erzeuge. Und natürlich, das bedeutet, ich muss mir auch sehr große Mühe machen, die Daten richtig zu interpretieren. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft immer wichtiger werden, dass wir noch wissen, in Anführungsstrichen, was wir tun, was wir berechnen. Dann kommen wir zu einem Beispiel, das ist jetzt ein bisschen aus meiner Praxis. Sie sehen, das ist 95 gewesen, das war so Beginn meiner Assistententätigkeit. Und ich weiß, damals noch war die große Fragestellung, schaffen wir es denn wirklich mal einen Versuch nachzurechnen? Und damals haben wir halt die bekannten Balken benutzt, die ich denke jeder Ältere kennt, von Fritz Leonhardt, die von ihm auch veröffentlicht wurden. Er hat sehr viele tolle Untersuchungen gemacht und diese Versuche auch gut dokumentiert. Und das war damals so die Geburtsstunde, dass wir es geschafft haben, das abzubilden, auch die Bewährung abzubilden. Und dann, Sie sehen das hier ist noch das lineare Gesetz. Wir haben hier unten die Zugzone und hier oben die Druckzone. Und dann steigert man immer mehr die Last und man konnte damals Rissbildungen berechnen und konnte sogar das Versagensbild abbilden. Wir sehen das hier, hier oben erkennt man es ganz gut, einen klassischen Schubbruch, der dann sich eingestellt hat. Und hier sehen wir das auch, hier sind die Risse aufgegangen. Das ist jetzt wirklich schon sehr, sehr lange her. Heute gibt es natürlich schon deutlich bessere Methoden, um das zu rechnen, aber das war damals auch wirklich ein gewisser Durchbruch bei nichtlinearen Berechnungen. Ich komme jetzt mal zu einer Fragestellung und zu dem Thema, was passiert denn eigentlich, wenn ich bei der Modellierung einen Fehler mache? Hier ein relativ einfaches und simples Beispiel. Wir haben einen Behälter. Dieser Behälter, der besteht eigentlich aus 4 Stahlbetonwänden. Er soll innen drin natürlich gefüllt werden mit Wasser und es ist ein Bauteil, was im Freien steht. Was war jetzt passiert, nachdem das erstellt wurde, das Bauteil, und das erste Mal Wasser eingefüllt wurde, kam es zur Rissbildung. Wir sehen schon die Rissbildung natürlich hier in diesem Beispiel, so zwischen 0,3 und 0,4 Millimeter. Das heißt, wir haben festgestellt, es kam Wasser raus und natürlich, was man dann auch macht im ersten Schritt, die Risse werden verpresst und jeder denkt, ja, es ist in Ordnung, funktioniert soweit. Leider war es eben nicht so, das heißt nach dem Verpressen und nach einer gewissen Zeit hat man wieder gefüllt und nach einer gewissen Zeit hat sich an einer anderen Stelle auch wieder ein Riss gezeigt und es trat wieder Wasser aus. So, was war jetzt der Grund? Das ist erstmal so gar kein typisches Rissbild, denke ich mir, in so einem Behälter. Man muss dazu wissen, dieser Behälter wurde erstellt auf einem bestehenden Behälter, der im Erdreich war. Und jetzt war die große Frage, wie berücksichtige ich diese Lagerungsbedingungen im FE-Modell. Es wurde damals auch schon mit dem räumlichen System gerechnet. Und jetzt muss man sich natürlich Gedanken machen. Und in dem Fall ist eins passiert, man hat sich sehr stark Gedanken gemacht, ob das hier wie eine Dollenverbindung ist. Das heißt, senkrecht zur Wand habe ich vielleicht eine gewisse Verschiebung, die sich einstellen kann.
Wobei man das auch in Frage stellen muss, weil Sie sehen, das ist eine sehr raue Fuge. Das heißt, hier wird es eigentlich keine Differenzverschiebung zwischen dem Neuen und dem Alten geben. Aber sei mal dahingestellt. Man hat auf jeden Fall eine Feder gerechnet in dieser Richtung, also senkrecht zur Wand. Und dann ist eins passiert, bei der FE-Berechnung, hier mal so dargestellt, muss ich natürlich, wenn ich die vier Wände eingebe, hier unten auch die Lagerungsbedingungen eingeben. Und da wissen wir natürlich, wenn ich das räumlich mache, habe ich natürlich dann mein Koordinatensystem mit den entsprechenden drei Achsen. Das heißt, an jedem Knoten kann ich verschiedene Lagerungsbedingungen formulieren. Ich kann eine komplette starre Lagerung annehmen in alle drei Richtungen. Ich kann aber auch Federn eingeben in alle Richtungen. Und der Tragwerksplaner hatte eine Feder eingegeben, und zwar senkrecht zu dieser Wand. Wie ich gesagt habe, er ist davon ausgegangen, dass da eine gewisse Verschiebung stattfindet. Und dann ist eben eins passiert, dass aus Versehen in der Wandlängsrichtung auch eine Feder eingegeben wurde. Das ist, denkt man erstmal, das ist nicht dramatisch. Doch, das ist dramatisch, weil natürlich dieses Bauteil ja zusätzlich noch mit Temperatur belastet wurde und natürlich auch mit Wasser und so weiter. Und das hat bedeutet, wenn ich natürlich hier eine Feder eingebe in Längsrichtung, bedeutet das, unter Temperatur kann sich dieses Bauteil hier ausdehnen. Und damit erzeugt es natürlich weniger Spannungen in diese Richtung und damit Quintessenz natürlich auch entsprechend weniger Bewährung, die rauskommt. Und wenn ich natürlich hier unten das Ganze starr mache, so wie ich es jetzt hier abgebildet habe, starre Auflagerung, dann sehen Sie natürlich, dann bildet sich hier ein Druckbogen aus und natürlich hier ein Zugband. Und mit steigender Temperatur gibt es natürlich dann eine entsprechende horizontale Bewährung. Und genau das war passiert. Das heißt, die horizontale Bewährung war deutlich verringert durch das horizontale Federelement. Und das konnte ich dann anschließend auch mal zeigen. Das ist jetzt hier wieder eine nichtlineare Berechnung. Es wurde dann die Bewährung abgebildet in diesem Element, auch das Netz generiert, mit den entsprechenden Belastungen aus Wasserdruck und aus der Temperatur. Und siehe da, was ist passiert mit der vorhandenen Bewährung, die, ich habe es ja gesagt, in horizontaler Richtung zu gering war. Es kam zu der Rissbildung, so wie wir es auch festgestellt haben. Hier sehen wir das. Und diese Rissbildung bei Wasserfüllung stieg dann an bis zu einer Rissbreite von 0,4. Und dieses Rissbild, Sie sehen das auch, deckt sich, ist ein symmetrisches Modell, ist genau ein Viertel von diesem Becken, hat sich auch genau mit dem gedeckt, mit dem, was wir draußen vorgefunden haben. Und wenn man sich jetzt die Ergebnisse ansieht, dann sehen wir auch, dass hier natürlich Spannungsüberschreitungen da waren in der Bewährung. Und wenn wir in meinem zweiten Rechengang, wenn ich dann hier eine verstärkte Bewährung horizontal eingebaut habe, dann hat das natürlich funktioniert und die Rissbreite war dann auf das entsprechende Maß beschränkt. Dann merkt man einfach, was es bedeutet, wenn ich einen so kleinen Fehler mache, und das geht heute so schnell, ich möchte das auch gar nicht als Vorwurf sagen, sondern man ist heute in der Praxis so unter Druck. Und wie schnell hat man dann bei der Eingabe vielleicht so eine Feder eingegeben oder einfach eine falsche Lagerungsbedingung angesetzt? Und gerade wenn das Gesamtmodelle sind, kann das dann teilweise zu sehr, sehr großen Abweichungen bei den Ergebnissen führen. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, die wir uns stellen müssen für die nächsten Jahre. Wir sehen das auch hier. Ich konnte dann zum Beispiel auch am Kopf oben noch eine Rissbildung nachweisen, die aufgetreten ist, weil die konstruktive Durchbildung hier auf dieser Ecke entsprechend fehlerhaft war. Also halten wir mal fest, es ist für Sie als Anwender sehr, sehr wichtig zu sehen, was habe ich für ein FE-Elemente, was habe ich für ein System und wie bilde ich die Randbedingungen ab. Und ich habe das jetzt mal ganz provokativ für dieses Bild nochmal mitgebracht. Natürlich macht es oftmals natürlich keinen Sinn, so eine einfache Decke klassisch einachsig gespannt mit finiten Elementen zu rechnen. Ich kann das natürlich tun, selbstverständlich kann ich das machen. Ich kann dann auch natürlich die Balken mit abbilden als Unterzüge, die starr verbunden sind und ich bekomme dann natürlich Ergebnisse. Aber manchmal ist es auch wirklich besser, dann einfach noch mit einer ganz einfachen Stabstatik zu arbeiten und die entsprechende bauliche Durchbildung durchzuführen. Aber das, wie schon gesagt, liegt im Ermessen des Tragwerksplaners, was er tut. Vielleicht noch mal einige Worte zu den Grundlagen von finiten Elementen. Hier ist das so ein klein bisschen dargestellt. Sie sehen auf der linken Seite eingespannt. Das heißt, wir haben hier alle drei Richtungen. Das heißt, wir haben vertikal gehalten, horizontal und haben auch die Einspannung.
Und am vorne an diesem Kragarm ganz vereinfacht mal eine Last angegeben. Und dieses finite Element-Konzept heißt ja einfach, ich schneide im Grunde genommen ein Teil, ein finite Element raus. Wir sehen das hier, dieses Element besteht jetzt zum Beispiel hier durch diesen Knoten. Und an diesen Knoten können natürlich Kräfte auftreten und natürlich entsprechende Verformungen. Und wenn wir das dann machen, werden wir nachher die einzelnen Elemente wieder zusammenbauen in die Gesamtsteifigkeitsmatrix. Und wichtig ist, das Ergebnis, was wir berechnen, was sehr genau sein kann, ist die Verformung. Und alle anderen Schnittgrößen, Spannungen werden davon abgeleitet, haben dann eine gewisse größere Ungenauigkeit. Und ich glaube, das hier unten, das ist die wichtigste Gleichung, die wir überhaupt in der Tragwerksplanung verstehen muss. Das heißt, ich habe immer eine Verknüpfung zwischen den Verschiebungen und den Kräften über die Steifigkeit. Und jetzt kommt natürlich genau das, was ich am Anfang Ihnen gesagt habe. Diese Steifigkeitsmatrix, da spielt natürlich jetzt eine Rolle, welcher Ansatz wird gewählt. Wähle ich diesen linear-elastischen Ansatz, dann heißt das, bei der Berechnung wird zum Beispiel die Rissbildung nicht berücksichtigt, weil dann ist diese Steifigkeitsmatrix immer die gleiche, egal wie hoch mein Lastniveau ist. Und diesen Fehler gegenüber der Wirklichkeit, den nehmen wir ganz oft in Kauf, ist auch oftmals in Ordnung, dass wir das machen, weil wir natürlich durch die konstruktive Durchbildung dafür sorgen, dass das Tragwerk nachher auch nutzbar ist. Und das bedeutet im Grunde genommen, wenn wir uns das jetzt angucken, wir haben Lasten, wir haben finite Elemente, ich zeige Ihnen gleich, wie die aussehen, und wir kriegen dann Verformungen oder Deformationen. Das heißt, wir haben Einwirkungen, wir kriegen ein Berechnungsmodell und wir haben die Antworten. Und das Ganze ist immer geknüpft über diese Steifigkeitsmatrix. Hier sehen wir es wieder, F ist gleich K mal U, also Verschiebung mal K. Und das ist genau das, was Sie eben bei diesem Schaden gesehen haben. In diesem Fall war halt einfach K eine Feder und damit hat sich eine Verformung eingestellt und diese Verformung hat dazu geführt, dass unter Temperatur sehr kleine Schnittgrößen aufgetreten sind, beziehungsweise Spannungen. Das vielleicht zu den Grundlagen. Und jetzt ist immer die Frage, was wollen Sie berechnen? Und ich habe es jetzt hier mal dargestellt, so diese 6 extrem unterschiedlichen Elementtypen, die wir in der Praxis benutzen. Das Einfachste und das, was man natürlich auch in den Vorlesungen am einfachsten erklären kann, ist das klassische Stabelement. Das heißt, wir haben hier einen Knoten und an diesem Knoten haben wir 2 Verschiebungen. Hier jetzt mal dargestellt in X-Richtung und in Y-Richtung. Oder wir haben ein Balkenelement. Dann kommt noch zusätzlich die Verdrehung oder Verkrümmung mit dazu. Hier sehen wir das mit Phi Z abgekürzt. Und der nächste Schritt wäre da ein Scheibenelement. Wir sehen das hier auch mit den entsprechenden Knoten und dann, ich sag mal, in der Praxis heute meist benutzt für die normale Berechnung von Deckenplatten das Plattenelement und wir sehen, wir haben dann eine Verschiebung in Z-Richtung, haben keine Verschiebung in X- und Y-Richtung, haben aber dann Momente entsprechend um beide Achsen beziehungsweise an den Ecken natürlich auch noch Drillmomente. Und hier sehen wir dann der nächste Schritt, die Schalenelemente. Was kommt noch dazu? Sie sehen, es kommen die Verschiebungen in X-Richtung und in Y-Richtung zu. Das heißt, wir kriegen dann auch noch entsprechende Membrankräfte in der Schalenebene dazu. Und je mehr wir natürlich in diese Elemente gehen, wenn wir räumlich rechnen, umso mehr Ergebnisse werden erzeugt, umso mehr Effekte bekommen wir rein, die wir vielleicht bei einer vereinfachten Berechnung mit einfachen Modellen gar nicht haben. Und das Komplexeste, was man natürlich machen kann, ich kann das Ganze über Volumenelemente abbilden. Und das führt natürlich dann zu noch größeren Ergebnisdateien. Wenn wir uns das Ganze jetzt angucken, können wir das natürlich noch erweitern, diese Modelle. Wir können entsprechende Materialmodelle beschreiben, wo wir zum Beispiel auch eine Rissbildung berücksichtigen. Hier jetzt mal dargestellt von das Rissöffnungsgesetz von Hortig. Und mit diesen Gesetzen können wir natürlich beschreiben, was passiert, sobald Rissbildung auftritt und wie nimmt die Steifigkeit ab mit steigender Rissbildung. Aber wie schon gesagt, das wird man ganz oft nur benutzen, wenn es notwendig ist, zum Beispiel, wenn ich Verformungen berechnen möchte. Hier nochmal als Beispiel oder so abschreckendes Beispiel, ich denke, es ist die einfachste Form, das Balkenelement.
Wir sehen jetzt hier wieder die Grundgleichung, die wir ja kennen, die Kräfte auf der einen Seite, die Verschiebungen auf der anderen Seite, hier jetzt mal normiert mit den Verschiebungen U1 bis U6, wir sehen das, immer als Beispiel mal hier am Knoten 1 die Verschiebung U1 dargestellt und wenn wir jetzt reingehen und dann sehen wir, hier haben wir die Kraft und hier haben wir die berühmte Dehnsteifigkeit. Also das wäre jetzt die Verschiebung in Längsrichtung an diesem Knoten und dazu brauchen wir natürlich die Dehnsteifigkeit und hier stecken auch die Biegesteifigkeiten drin bei den entsprechenden Verdrehungen. Was auch jetzt wichtig ist, wenn Sie sich diese Matrix ansehen, Sie sehen hier steht das E-Modul und die Steifigkeit oder die Fläche. Und das bedeutet natürlich, das ist der linear-elastische Ansatz, den ich Ihnen am Anfang gesagt habe. Und natürlich wird es komplexer, wenn ich hier eine Rissbildung mit berücksichtigen möchte, weil dann ist das nicht mehr konstant hier, dieser Term. Und wir sehen dann, durch die Verschiebungen abgeleitet, können wir Dehnungen, Spannungen und so weiter anschließend berechnen. Das ist so das Grundprinzip der Finitelementberechnung an einem ganz, ganz einfachen Beispiel dargestellt. In der Fachliteratur gibt es da wunderbare Bücher, da können Sie sich richtig durch die Matrizenberechnung quälen, wenn Sie das möchten. Wir werden nachher das sehen, wie geht das jetzt mit der Struktur. Wir haben eine reale Struktur, die wir erstmal im Kopf haben, durch Pläne oder vielleicht auch schon durch räumliche Modelle des Architekten. Wir müssen dann physikalisches Modell erzeugen, müssen daraus ein statisches Modell ableiten. Dann müssen wir natürlich die mathematischen Modelle berechnen, zum Beispiel mit finiten Elementen. Und so läuft eigentlich diese Berechnung ab. Und wie schon gesagt, heute durch die modernen Computer, die wir haben, mit riesigen Leistungen und auch die Berechnungsprogramme sind ja heute sehr leistungsfähig. Deswegen ist heute fast schon keine Grenzen mehr gesetzt mit den numerischen Verfahren. Es ist fast alles rechenbar. Wenn wir das uns jetzt angucken, so einen Berechnungsablauf, dann ist das hier dargestellt in so 7 Punkten. Das heißt, Sie sind gefragt, Systemwahl, und da fängt es schon an, wir werden das nachher sehen, gehen wir räumlich rein, machen wir ebene Systeme, lohnt sich das, über Räumliches nachzudenken, oder habe ich vielleicht mehr Probleme, wenn ich das räumlich abbilde? Dann ist die nächste Frage, haben wir eben gesehen, welche Elemente nutze ich? Reicht es aus, ein Balkenelement zu nehmen oder eine ganz normale Platte? Oder muss ich es mit Schalen abbilden? Oder sogar mit Volumenelementen, genau das haben wir jetzt hier in dieser Grafik. Dann natürlich die Modellerstellung, ich habe das eben angedeutet. Was für Randbedingungen setzen wir an? Ja, wir idealisieren ja auch unser System. Bei Weitem rechnen wir ja nicht die Wirklichkeit. Dann müssen wir uns Gedanken machen, zum Beispiel bei den finiten Elementen, wie dicht machen wir das Netz? Ich will es mal so provokativ sagen. Die meisten sagen ja, das FE-Element ist immer bei mir 50 groß, weil das ist der Standardeinstellung. Natürlich, es gibt eine Standardeinstellung, aber manchmal ist es dann auch notwendig und die Programme machen das natürlich oft auch, dass in manchen Bereichen halt eben feiner vernetzt werden muss. Dann wird natürlich gerechnet, die Berechnungsverfahren, ich habe es gesagt, im Regelfall ganz oft linear elastisch. Dann müssen wir die Ergebnisse interpretieren. Was besagten die Ergebnisse jetzt? Und natürlich müssen wir sie auch im Regelfall so dokumentieren, dass sie nachher nochmal geprüft werden können. Also wir merken, es ist ein Ablauf und diese 7 Punkte, die durchlaufen Sie eigentlich immer automatisch, was Sie machen. Und Sie entscheiden, ob Sie hier oben abbiegen nach räumlich oder eben oder ob Sie vielleicht auch ganz einfach eine Balkenstatik machen. Vielleicht nochmal ein Hinweis für die Qualität oder für das Ergebnis. Ich habe Ihnen hier nochmal dargestellt, und zwar sehen wir das hier, ein ganz normales Element, und wir sehen hier den Anfangs- und den Endknoten und hier in der Mitte den gaußschen Punkt. Und dann ist es einfach so, die Verschiebungen sind bei der FE an den Knoten, stimmen die. Aber wir sehen das hier, die wirkliche Verschiebung sieht ja vielleicht so aus. Das heißt, an diesem Punkt hier stimmt die Verschiebung nicht überein, weil wir hier linearen Ansatz gemacht haben. Natürlich, es gibt auch noch unterschiedliche Ansätze, darauf will ich aber gar nicht eingehen. Und ganz anders sieht es natürlich bei den Dehnungen aus. Bei den Dehnungen, da ist es so, dass bei diesem Element hier der exakte Wert genau in der Mitte getroffen wird, am Gausspunkt. Dort rechnet die FE die wahre Dehnung und die entspricht auch der FEM-Dehnung und an den Knoten stimmt sie nicht. Also gerade umgekehrt. Verschiebungen passen an den Knoten,
Dehnungen passen im Grunde genommen im Gausspunkt. Einfach um die nochmal deutlich zu machen, es ist immer eine Näherung, die wir machen. Es ist nie etwas Exaktes. Eine Frage, die natürlich in der Praxis immer oft kommt, was machen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel wandartige Träger rechnen? Gilt das noch? Können wir das machen? Und ich denke, in den Vorlesungen bekommt man das beigebracht natürlich. Man sieht es ganz gut hier. Bei einem Balken sehen wir hier, dass das Ebenbleiben, ja, die Bernoulli-Hypothese sagt ja aus, dass das hier eine ebene Linie ist. Und das bedeutet, ich kann mit dem Strahlensatz an jeder Stelle mir die Dehnung ausrechnen. Und Sie sehen aber auch hier, bei einer Scheibe oder beim wandartigen Träger gilt das nicht mehr. Hier sehen wir das dargestellt. Das wäre eigentlich das, was Bernoulli sagt. Das heißt, wir kriegen eine völlig andere Dehnungsverteilung. Und natürlich müssen wir das auch berücksichtigen. Ich habe das hier an den Beispielen einfach mal gezeigt. Wir sehen das hier bei einer sehr großen Scheibe, sehen wir hier unten diesen Teil. Und wenn wir natürlich zu einem Balken gehen, sehen wir, dass hier natürlich weitgehend die Bernoulli-Hypothese angebracht ist. Und das müssen wir natürlich auch berücksichtigen bei der konstruktiven Durchbildung. Wir wissen halt eben, dass sich hier ein Bogen-Zugbandmodell einstellt und dass der innere Hebelarm nicht irgendwie 0,9 mal die Höhe ist. Aber wie schon gesagt, diese Erkenntnisse, die hatte schon damals Leonhard, die hatte auch schon Emil Mörsch zu Beginn, dass wir da natürlich jetzt einen anderen Hebelarm ansetzen. Nochmal ein extremes Beispiel, ist natürlich ein bisschen, sage ich jetzt mal, Hochschulspielerei, aber das ist vielleicht, macht das vielleicht ein klein bisschen deutlich, was wir tun. Ich habe Ihnen hier einen Einfeldträger, wo natürlich jeder weiß, das maximale Moment ist QL²⁄8. Ich darf das hier mal nennen. Hier sehen wir den exakten Wert. Und ich habe jetzt Folgendes hier mal gemacht. Hier sehen wir jetzt mal dieses Balkenelement. Ja, und wir sehen mit zwei Elementen. Das heißt, wir haben hier nochmal einen Knoten, ein Stabelement und zwei Stäbe. Und hier mal drei Elemente. 1, 2 und 3. Und jetzt passiert natürlich Folgendes. Wenn ich so grob modellieren würde, würde ich natürlich zwar das Ergebnis exakt treffen, das stimmt überein, aber natürlich die Form der Biegelinie stimmt nicht überein, weil wir halt hier eben einen linearen Ansatz haben. Und wenn wir drei Elemente machen, bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich sogar ein bisschen sowas bekomme, aber den Extremwert nicht treffe. Und das war ja auch das, wo ich Ihnen erzählt habe mit diesem Finite-Element-Netz bei dieser Bohrplattform, dass einfach der Extrempunkt, den wir gesucht haben, nicht getroffen wurde. Das heißt, wir kriegen hier einen Maximalmoment von 27,8 und eigentlich haben wir 31,25. Und das kommt aus der falschen Modellierung oder das falsche Netz. Wenn wir die Lagerungsbedingungen jetzt modellieren, wir haben das gesehen, stellt sich immer die Frage, was ist notwendig? Was gebe ich denn für Modellierungen vor? Setze ich ein starres Auflager, bekomme ich natürlich Singularitäten. Oder gebe ich es horizontal frei? Das sind immer Fragestellungen, die natürlich dazu führen, dass wir auch unglaublich unterschiedliche Ergebnisse haben. Also stellen Sie sich einfach vor, Sie haben einen wandartigen Träger und Sie sagen unten, die Auflagerung ist auf beiden Seiten jetzt einfach mal ganz starre in beide Richtungen. Dann ist das natürlich ein ganz anderes Ergebnis, wie wenn Sie sagen, die eine Seite ist nur in beide Richtungen gehalten und die andere ist verschieblich. Und noch anders sieht es natürlich aus, wenn Sie dieses Gesamtmodell von diesem wandartigen Träger in ein Gesamtmodell abbilden, wo natürlich die Steifigkeiten sich gegenseitig beeinflussen. Und ich hatte das schon angedeutet, natürlich, wir haben immer mit unglaublichen Ungenauigkeiten zu tun, sehr starken Schwankungen. Wir berücksichtigen ganz oft auch das Kriechen und Schwinden nicht. Durch dieses Kriechen und Schwinden lagern sich natürlich mit der Zeit Schnittgrößen um. Und wenn wir normale Berechnungen machen, werden wir ganz oft auch den Zustand 2, die Rissbildung, nicht berücksichtigen. Das heißt, wir haben ein vereinfachtes Modell, was wir berechnen. Ich möchte das Ihnen jetzt auch nochmal zeigen, was das bedeutet. Es ist ein sehr, sehr einfaches System. Das ist eine Deckenplatte, Sie sehen das hier ganz einfach, 5 Meter Spannweite und im Grunde genommen hier auf jeder Seite gelagert auf einer Wand 2 Meter. Sie sehen das 20er Deckenstärke und ganz normale Belastung. Und jetzt einfach mal zu zeigen, was das für einen Einfluss haben kann, die Lagerungsbedingungen. Hier auf der linken Seite mal dargestellt mit einer starren Auflagerung, also alle 4 starr gelagert.
und auf der rechten Seite mal so gelagert, wie es vielleicht in der Wirklichkeit ist. Das heißt, ich habe zwei Mauerwerkswände gegenüberliegend und hier zwei Stahlbetonwände. Und da wissen wir natürlich, dass wir hier, wenn wir das abbilden, und wir bilden es erstmal nur mit Senkfedern ab, bedeutet das natürlich, dass die Steifigkeit von dieser Wand hier natürlich deutlich größer ist wie die Steifigkeit von der Mauerwerkswand. Und das liegt natürlich auch nochmal an dem angesetzten Mauerwerk. So, und das bedeutet, wenn ich das alles starr machen würde, dann verteilen sich natürlich die Lasten gleichmäßig. Wir sehen das jetzt hier. Starre Lagerungsbedingungen, also 100%. Und bei den realen Lagerungsbedingungen sehen wir das Schöne wieder. Steifigkeit zieht Last an. Und das sehen wir hier wunderbar. Die Stahlbetonwände bekommen natürlich 8% mehr und diese 8% fehlen natürlich jetzt bei den Mauerwerkswänden. Und genauso sieht es aber auch aus bei den Verformungen. Jetzt hier nun mal die vertikale Verformung, jetzt ohne Kriechen, Schwinden und auch die Rissbildung, sehen wir einfach, dass wir bei den reellen Lagerungsbedingungen natürlich 13% größere Verformungen haben gegenüber der starren Auflagerung. Und es gibt natürlich auch Änderungen bei den resultierenden Bemessungskräften. Wir sehen das hier. Teilweise werden sie kleiner in Teilbereichen und teilweise werden sie bis zu 6% größer. Also das heißt, der Einfluss der Lagerung spielt schon eine Rolle auf das Ergebnis, was ich nachher erzeuge. Und bei der Bewährung sieht es genauso aus. Wir haben dann teilweise Abweichungen von bis zu, hier in diesem Beispiel, bis zu 23% gegenüber der starren Lagerung. Und wie schon gesagt, das liegt jetzt an Ihnen, wie genau bilden Sie die Lagerungsbedingungen ab. Es spielt natürlich auch eine Rolle, was setzen wir an? Ändert sich während der Planung nochmal zum Beispiel auch das Material, dass andere teilweise Stahlbetonwände eingesetzt werden, wo vielleicht vorher Mauerwerk geplant war und so weiter. Aber das, wie schon gesagt, liegt in Ihrem Ermessen, wie Sie das in der Praxis abbilden. Ich möchte das hier jetzt nochmal deutlich machen, dieses nichtlineare Materialverhalten. Wir sehen das und das ist ja auch eigentlich das, was dem Ganzen so ein bisschen, das Problem deutlich macht. Wenn wir normale finite Elementberechnungen durchführen mit einem linear-elastischen Ansatz, dann errechnen wir entsprechende Verformungen und aus diesen Verformungen berechnen wir nachher entsprechende Spannungen. Die Bemessung, die Querschnittsbemessung, führen wir aber mit einem hochgradig nichtlinearen Materialgesetz durch. Wir sehen das hier. Das heißt, wir haben hier die mittlere Festigkeit. Wir sehen das jetzt hier auf den Mittelwert bezogen an diesem Punkt. Und dazu gehört eine entsprechende Dehnung. Und wir sehen das auch hier vorne in diesem Bereich. Da haben wir natürlich noch teilweise einen linearen Ansatz. Da setzen wir auch dann den entsprechenden mittleren E-Modul an. Aber hier oben in diesem Bereich sind wir deutlich nicht linear. Und genauso sieht der Materialansatz auch aus für den Bewährungsstahl. Sie sehen das hier, linear elastisch. Und hier oben haben wir auch ausgeprägt. Ganz oft gehen wir natürlich hin bei der Bemessung und setzen hier eine lineare Funktion an. Aber diese beiden Sachen muss ich natürlich berücksichtigen, wenn ich Verformungen oder wenn ich die Wirklichkeit möglichst genau abbilden möchte. Sonst führt das zu völlig anderen Ergebnissen. Ich zeige das jetzt hier nochmal, auch so mal diesen Einfluss. Was macht es aus, wenn ein Bauteil, gerade eine Stahlbetondeckenplatte, sehr stark in den Zustand 2 übergeht, also in den gerissenen Zustand? Wir sehen hier das Beispiel, sehr einfach, ein Gebäude, verschiedene Wände und Stützen. Wir sehen hier die Deckenstärke mal mit 30 angesetzt. Wir sehen auch hier einen Unterzug dargestellt. Ausbaulast 1,5 und die Nutzlast 3. Und die Geschosshöhe jetzt einfach mal mit 3 Meter angesetzt. Also sehr einfaches System. So, was kommt jetzt als Ergebnis raus? Wenn ich linear elastisch rechne, das heißt, ich gehe davon aus, dass die Verschiebungen und die Kräfte bei Verdoppelung der Kraft, verdopple ich auch die Verschiebung. Und das ist hiermit dargestellt, also lineares Materialverhalten. Und ich nenne das jetzt einfach mal Volllast. Und da weiß natürlich auch der Praktiker, Sie wissen das, das hat überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Und Sie sehen auch, da kommt eine sehr geringe Verformung raus, in unserem Fall von 4,5 mm. Und die Verformung tritt hier vorne auf. Ich gehe nochmal zurück, weil hier haben wir natürlich diesen freien Rand
der natürlich dazu führt, dass dort die größten Verschiebungen auftreten. So, aber wie schon gesagt, mit dieser Berechnung liege ich natürlich völlig falsch, wenn es um das Thema Verformungen geht, weil ich habe die Rissbildung nicht berücksichtigt und ich habe das Kriechen und Schwinden nicht berücksichtigt. Wenn ich das im zweiten Schritt tue und ich habe jetzt mal einfach mal einen mittleren Bewährungsgrad angesetzt hier oder eine mittlere Bewährung von 5,24, dann erkennen wir Folgendes, auch wieder jetzt nicht lineares Materialverhalten. Und dann merken wir schon, wir haben hier den Faktor 10. Das heißt, wir haben hier einen Faktor 10 zwischen der linear elastischen Berechnung und der nichtlinearen Berechnung. Das heißt für uns, dass hier zum Beispiel in diesem Bereich wahrscheinlich sehr stark dieses Bauteil in den Zustand 2 übergeht. Und das kann ich Ihnen auch zeigen, weil wenn wir auf die nächste Folie gehen und ich erhöhe jetzt einfach mal den Bewährungsgrad hier in diesem Bereich, dann stellen Sie fest, dass unter gleicher Belastung bei einem nichtlinearen Materialverhalten, dass dort die Verformung sich ja nahezu halbieren. Ja? Und das ist genau dieser Effekt, den wir haben. Sie sehen das hier auch nochmal dargestellt. Also linear links, nichtlinear rechts mit einer geringen Bewährung und jetzt als extremes Beispiel hier eine Verdreifachung der Bewährung bedeutet auch natürlich eine deutliche Verkleinerung. Und Sie sehen hier, dass der Bewährungsgrad natürlich gerade bei dieser Deckendurchbiegung eine Rolle spielt, weil halt eben sehr stark in Zustand 2 geht und natürlich mit der Erhöhung bekomme ich da deutlich geringere Verformungen. Aber wie schon gesagt, das sind auch Berechnungen, die kann ich nicht mehr per Hand durchführen. Da brauchen wir natürlich Programme dafür, diese nichtlinearen Iterationsschritte durchzuführen. Wir kommen gleich zu einem Beispiel, habe ich vor einigen Jahren ja in einem Fachbuch, ich habe es jetzt nochmal in der neueren Auflage rausgegeben. Und da werden wir nachher erkennen, was es bedeutet. Das ist natürlich, Sie sehen das, ein sehr, sehr einfaches Beispiel, was ich damals gewählt habe, hat aber auch den Grund, damit man relativ viel erklären kann, gerade für Studierende oder für Leute, die sich einarbeiten in die Fragestellung. Und Sie sehen das natürlich, die normale Geschossdecke ist eine klassische Flachdecke, also die wird auch wahrscheinlich jeder mit finiten Elementen berechnen, die wird man nicht mehr mit dem Gurtstreifenverfahren rechnen. Wir sehen hier Randstützen, Mittelstützen und wir werden nachher dann in dem Beispiel sehen, was es bedeutet, wenn ich zum Beispiel klassische Statik mache, das heißt, ich rechne einfach die Platten mit einem Plattenelement und addiere die Lasten und setze dann die Lasten auf eine Bodenplatte zum Beispiel. Dann werden Sie feststellen natürlich, dass das ist ein anderes Ergebnis, wie wenn ich ein Gesamtsystem rechne. Und es ist dann wieder ein anderes System natürlich, wenn ich vielleicht auch noch Bauzustände berücksichtige. Da kommen wir später noch drauf. Hier unten sehen Sie im Kellerbereich natürlich auch außen die massiven Wände. Und hier sehen wir natürlich jetzt für die Handrechnung für Studierende hier eine einachsig gespannte Decke, die ich jetzt mit ganz normalen Balkenelementen gerechnet habe, Handrechnung, sage ich einfach mal. Natürlich kann ich auch diese Decke mit finiten Elementen abbilden und dann die entsprechenden Unterzüge berücksichtigen. Und wenn ich das mache, Scheibchenstatik, so wie wir es kennen, ich kann natürlich auch das in ein 3D-Modell packen und kann an diesem 3D-Modell Untersuchungen machen. Ich habe es jetzt hier nur mal so ein bisschen dargestellt, dass man hier mal sieht, zum Beispiel Einwirkungen aus Wind oder Grundwasser oder Erddruck, je nachdem, was wir ansetzen. Und natürlich kann man da sehr, sehr schön studieren, wie verhält sich zum Beispiel das Bauwerk. Hier sehen wir jetzt mal das finite Elementnetz und hier sehen wir jetzt hier unten mal die Verschiebungen infolge der ständigen vertikalen Last. Ja, das haben wir nur vertikalen Verschiebungen. Wir sehen aber auch, das klären wir gleich, dass wir natürlich bei so einer Berechnung natürlich hier diese Effekte, die Einspannwirkung, zum Beispiel diese Eckstütze in die Decke, berücksichtigen können. Wenn wir das nicht haben wollen, müssen wir uns um diesen Knoten natürlich Gedanken machen. Und das erkennen wir jetzt hier. Ich habe jetzt mal eine Stütze rausgenommen, hier diesen Stützenstrang als Beispiel. Und wenn man sich jetzt das anguckt in der Berechnung, sehen wir bekommen natürlich jetzt die Randmomente. Und die Norm sagt natürlich auch, wenn du eine Randstütze bemessen möchtest und du hast nur als vertikale Feder die Einspannung nicht berechnet,
dann kannst du sie näherungsweise nach dem alten Heft 240 berechnen. Das habe ich hier gemacht. Hier sehen wir die Ergebnisse jetzt bei der Handrechnung. Und wir sehen natürlich, sind nicht exakt die Ergebnisse, aber sie liegen schon sehr, sehr nah dran. Natürlich berechnet das hier die Steifigkeiten ein bisschen genauer wie das hier, weil hier muss ich natürlich die mitwirkende Breite der Flachdecke abschätzen. Aber was auch wichtig ist, auch diese Momentenverteilung ist falsch, weil, wir haben es ja jetzt gelernt, es ist keine Rissbildung berücksichtigt, es ist ein linear elastischer Ansatz gewählt. Das heißt, wenn hier eine Rissbildung stattfinden würde in der Stütze, würden sich auch wieder die Schnittgrößen umlagern und entsprechend dann reduzieren und die Schnittgrößen würden an eine andere Stelle wandern. Das nochmal dargestellt, diese Rahmenbemessungsmomente am Gesamtgebäude. Vor- und Nachteil. Man muss wissen, was man tut. Und das ist halt eben auch sehr, sehr wichtig bei solchen Berechnungen. Wir werden nachher natürlich auch sehen, dass es ganz oft jetzt so ist, wenn ich dann Untersuchungen mache, vielleicht auch gerade in Leistungsphase 2 und 3, dann bietet es sich auch an, vielleicht zum Beispiel mit einem steifen Modulverfahren zu rechnen und den Boden abzubilden. Ich habe vor einigen Jahren nochmal ein spezielles Seminar gemacht über das Thema, wie kann ich denn das exakt abbilden oder genau abbilden. Hier nochmal dargestellt, nur nochmal, um das zu verdeutlichen natürlich, das bekannte Bettungsmodulverfahren ist natürlich klar, wird sehr oft angewandt, aber ich kriege eigentlich die wirkliche Setzungsmulde, wie sie in Wirklichkeit ist, die bekomme ich einfach nicht hin. Dafür müsste ich dann schon das steife Modulverfahren benutzen. Das werden wir nachher auch dann sehen. Da brauche ich natürlich auch einen entsprechenden Bettungskragen, den ich weiterziehen muss. Also dann reicht es nicht aus, nur unter der Platte die Bettung vorzunehmen, sondern dann brauche ich auch den Bettung, weil dann wird ja das hier gerade abgebildet, die Setzungsmulde. Oder ich möchte sogar exakt machen, ja, dann brauche ich halt entsprechendes finite Elementprogramm, was mir dann auch ein 3D-Halbraumverfahren zur Verfügung stellt. Das wär jetzt das Thema und natürlich können wir mit solchen Berechnungen zum Beispiel hier Mitnahmesetzungen uns ansehen. Das heißt, wir haben hier zwei Gebäude, wir sehen das Gebäude. Und was passiert jetzt, wenn sich natürlich dieses Gebäude entsprechend setzt? Was hat das für Auswirkungen auf das andere Gebäude und umgekehrt? Und solche Möglichkeiten bieten sich natürlich an und das ist natürlich auch ganz oft ein Hilfsmittel, um es abzuschätzen in einem relativ frühen Stadium, diesen Effekt. Ich möchte noch ein bisschen was Ihnen erzählen zu dem Thema 3D-Modellierung. Wenn wir natürlich sagen, wir modellieren das ganze System, also das gesamte Gebäude, hier jetzt mal als Beispiel, fünfgeschossiges Gebäude, normale Deckenstärke und eine normale Gründungsplatte. Stützenabmessung hier waren jetzt 30 auf 30. Wenn wir das jetzt berechnen, dann muss man sich immer vergegenwärtigen, was berechne ich denn jetzt wirklich? Erstens, wie berücksichtige ich die Gründung? Hier in dem Fall zum Beispiel mit dem Steifezifferverfahren. Ich kann natürlich auch hier unten eine starre Auflagerung vornehmen. Das führt natürlich dazu, dass ich auch ganz andere Verformungen einstellen und auch natürlich ganz andere Kräfte. Hier werden in diesem Fall die Stützenlasten überschätzt und Sie sehen gleich auf der nächsten Folie, sehen Sie hier, wenn ich starre Lagerung mache, dann werden sie unterschätzt. So, und was aber jetzt wichtig ist, egal ob ich das rechne oder das rechne, ich tue in der Berechnung so, als würde das gesamte Gebäude mit einem Schlag zum Beispiel die Gründung belasten. Und das ist natürlich in Wirklichkeit nicht so der Fall. In Wirklichkeit fangen wir natürlich an und machen als erstes unsere Bodenplatte, dann machen wir natürlich als zweites unser Kellergeschoss vielleicht und so weiter und so weiter. Das heißt, die Lasten kommen nicht mit einem Schlag. Und was natürlich noch dazu kommt, das werden wir nachher sehen, wenn man das rechnet und will es wieder genauer rechnen, dann muss ich natürlich auch diese Verformung, die sich eingestellt haben, wieder korrigieren, weil im Regelfall machen wir ja so, dass die Stütze ein bisschen länger hergestellt wird, damit, wenn sie sich gestaucht hat, nachher auch die entsprechende Geschosshöhe haben. Und diesen Ausgleich, den kann ich auch wieder machen in dem Programm. Das werden wir sehen. Führt aber natürlich immer dazu, dass die Berechnung immer komplexer wird. Das ist hier nochmal so ein bisschen dargestellt. Und natürlich, wenn ich das jetzt berechne, mache ich trotzdem auch, selbst wenn ich das berücksichtige, wieder einen Fehler, weil wir haben natürlich nicht sofort die Gesamtlast
ständige Last und die veränderlichen Lasten da. Und da merken wir schon, dass wir, egal was wir tun, immer nur ein Abbild der Wirklichkeit machen oder ein Modell, was mehr oder weniger genau ist. Und Sie als Anwender müssen für sich entscheiden, wie genau modelliere ich das Ganze, damit ich ein optimales Tragwerk bekomme, was nachher auch wirtschaftlich umzusetzen ist. Hier sehen wir das, diese Bauzustandsberechnung werden wir nachher auch sehen. Das kann ich berücksichtigen. Ich kann auch einen Ausgleich machen, dass diese Verschiebungen ausgeglichen werden und dass ich dann noch näher an der Wirklichkeit bin. Das werden wir nachher vom Sascha Heuss aber sehen, wie das funktioniert und was das für einen Effekt hat bei den Ergebnissen. Hier auch nochmal dargestellt, jetzt komme ich fast zum Schluss, noch vielleicht noch 5 Minuten, dann haben wir es auch geschafft. Hier sehen wir das, natürlich müssen Sie, wenn Sie räumlich berechnen, sich Gedanken machen, wie modelliere ich zum Beispiel den Anschluss Wand an Decke. Modelliere ich das vielleicht mit einem Liniengelenk, dann habe ich hier ein großes Feldmoment. Oder mache ich eingespannt, so wie ich es Ihnen eben gezeigt habe, dann habe ich diese Einspannmomente. Das führt aber natürlich dazu, dass ich geringere Biegemomente habe im Feld. Und oftmals sagen wir ja, na, wir machen das hier lieber ein bisschen mehr Bewährung im Feld und machen hier eine konstruktive Durchbildung. Also diese rahmenartige Ausbildung machen wir konstruktiv. Wenn wir natürlich das alles berechnen, diese Einspannungen hier auch, und berücksichtigen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die bauliche Durchbildung entsprechend vorhanden ist. Vielleicht nochmal zum Schluss, ich habe das einigen vielleicht auch schon gezeigt, aber Ihnen einfach nochmal zu zeigen, es wird in den nächsten Jahren immer wichtiger werden, ich glaube auch für junge Ingenieure, sich so ein paar Handwerkszeug zurechtzulegen, um diese Berechnungen noch prüfen zu können oder zu kontrollieren zu können. Und ich will mal eins sagen, der erste und der einfachste Weg, etwas zu kontrollieren, ist natürlich immer Gleichgewicht zu gucken. Was sind die Gesamtlasten, die ich eigentlich auf das Bauteil aufgebracht habe und sind die Reaktionskräfte genauso groß? Sprich, habe ich keine groben Lastfehler drin oder habe ich nicht irgendeinen Lastbereich vergessen? Das ist natürlich die erste Kontrolle, die ich immer machen sollte. Und das ist ganz, ganz unabhängig davon, was ich berechne, ob das jetzt eine Flachdecke oder ob das irgendeine Gründung ist. Also erstmal gucken, habe ich grundsätzlich die Lasten richtig angesetzt. Und hier jetzt mal so ein Beispiel, wie man relativ einfach für zum Beispiel eine Flachdecke das abschätzen kann, ob das stimmt, die Berechnung. Sie kennen, also die ältere Generation auf jeden Fall, dass die Gurtstreifenmethode noch, die früher im Heft 240 benutzt wurde, und Sie wissen das auch. Dort gibt es dann Verteilungsbeiwerte, hier diese Werte zum Beispiel, merken wir uns mal die 2,1, das heißt, die Momente werden dann entsprechend diesen Verteilungsbeiwerten verteilt und damit wird die entsprechende Bewährung gerechnet und die dann in den entsprechenden Gurt- und Feldstreifen verteilt. Wenn wir das machen und sagen einfach mal, wir haben einen Dreifeldträger, dann kriegen wir einen Stützmoment an der Innenstütze, das ist jetzt hier, Sie sehen das, QL-Quadrat, Achtel ist es nicht, sondern QL Quadrat Zehntel. Und wir kriegen eine Auflagerkraft an der ersten Innenstütze. Und hier sehen wir den Durchlauffaktor. So, und wenn man diese beiden Werte mit diesem Verteilungsbeiwert nimmt, ich gehe nochmal ganz kurz zurück zum Verteilungsbeiwert, hier sehen Sie das, den maximalen Wert im Stützbereich. Wenn wir den nehmen, dann bekommen wir ein Stützmoment pro Meter, und zwar hier mit dem entsprechenden Gurtstreifenverfahren von 0,21. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem Biegemoment aus der Auflagerkraft, dann sehen wir, dass das Verhältnis Biegemoment zum Auflagerkraft, Bemessungswerte, ungefähr 20% ist. Und das bedeutet, ich kann eigentlich relativ schnell das maximale Stützmoment einer Flachdecke abschätzen, indem ich einfach mal über Lasteinzugsfläche zum Beispiel die Auflagerkraft bestimme und das durch 5 teile. Und dann kriege ich einen ganz guten Wert. Ich zeige Ihnen das jetzt nochmal zum Abschluss an diesem einfachen Beispiel. Wir sehen das hier über eine relativ einfache Lasteinzugsfläche mal die entsprechende Last ermittelt. Sie sehen das hier, also 16 kN pro Quadratmeter ist der gesamte der Bemessungswert der Einwirkungen. Die Lasteinzugsfläche ungefähr 43 Quadratmeter und das bedeutet, wir kriegen ungefähr 700 kN. Die finite Elementberechnung hat 714 herausgebracht, also ganz guter Wert, ganz gut kontrolliert. Und wenn ich das jetzt einfach rechne und nehme jetzt die FE-Berechnung, das maximale Stützmoment, das maximale Feldmoment und die Auflagerkraft
und ich vergleiche das mit meinem vereinfachten Verfahren, teile jetzt die Auflagerkraft durch 5. Sie sehen, da liege ich schon sehr, sehr nah dran an diesem Wert. Und ich kann natürlich, wenn ich das Stützmoment habe, kann ich auch QL Quadrat Achtel mein Feldmoment noch reinlegen. Und da komme ich bei meiner Handrechnung auf ungefähr 50 und das passt auch sehr, sehr gut mit dem überein. Ja, Sie sehen das hier, das passt, das hier ein bisschen kleiner, das hier ein bisschen größer gegenüber dem. Und damit habe ich eigentlich eine ganz gute vereinfachte Überprüfung mal vorgenommen. Lasteinzugsfläche, ich habe keine Lasten vergessen und ich kann so relativ einfach mal abschätzen, wie groß ist ungefähr das Stützmoment bei so einer Berechnung. Ja, jetzt haben wir fast eine Stunde, uns durch die finite Elemente, ich möchte es nicht, hoffentlich nicht gequält, aber zumindest habe ich versucht, ein paar Punkte rauszuarbeiten. Hier ein sehr schönes, eine sehr schöne Karikatur von Klaus Stieglatt, hier sehen wir das. Bei dieser Sache konnte man sich nicht einigen, ob das jetzt Rechtsgewinde, Linksgewinde ist. Also hat man beides gemacht. Das funktioniert natürlich nicht. Und ich wünsche mir einfach, dass Sie, jeder Tragwerksplaner, sei mit großer Erfahrung oder weniger Erfahrung, dass Sie einen Weg finden, diese Technologien, die wir heute haben, sei es BIM oder sei es auch jetzt einfach nur erstmal finite Elemente, sinnvoll anzusetzen. Und sich vorher zu überlegen, macht es Sinn, das komplex zu rechnen, macht es Sinn, Vereinfachungen vorzunehmen, muss ich mir vielleicht Gedanken machen um das Thema nichtlineares Verhalten in einem frühen Zustand, muss ich mir vielleicht Gedanken machen über den Baugrund, muss ich die Baugrund- oder die Gebäude-Baugrund-Interaktion berücksichtigen oder muss ich auch mal ein Gesamtmodell rechnen und muss mir die einzelnen Bauzustände genauer angucken. Aber das kann man in meinen Augen nicht pauschalieren. Das kommt immer darauf an, wie komplex ist das Projekt, was wir haben, macht das Sinn? Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alle, dass Sie Ihren Weg finden, um das Richtige und die wirtschaftlichen Ergebnisse für die, weil wir brauchen wirtschaftliche Konstruktionen für die Zukunft. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und übergebe jetzt an den Sascha Heuss. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Professor Minnert. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich werde jetzt im nächsten Teil anhand eines Beispiels die Systemfindung mit der MB Worksbit vorstellen. Es geht hier in diesem Teil hauptsächlich um Berechnungsoptionen, die wir in Mikrofee zur Verfügung haben. Trotzdem würde ich gerne mit dem Struktureditor starten, weil wir dort einfach die Möglichkeit haben, aus einem fertig eingegebenen Gesamtsystem verschiedene Berechnungsmodelle abzuleiten. Dazu starte ich den Struktureditor. Ich werde das Ganze anhand unseres Versionsprojektes aus der Version 2021 vorführen. Das finden Sie dann auch unter Beispiele. Und mit diesem fertig eingegebenen Strukturmodell wollen wir starten. So ein Strukturmodell kann auf unterschiedliche Art und Weise entstehen. Man kann es zum Beispiel aus einem CAD-System, aus Vicado ableiten und hier im Struktureditor verwenden. Oder man hat die Möglichkeit, es auch hier direkt vorzugeben. Das ist aber jetzt nicht Teil unseres Vortrags. Ziel ist es, die Bodenplatte in diesem System zu bemessen und dafür drei verschiedene Berechnungsvarianten zu untersuchen und mal die Ergebnisse zu vergleichen, was dabei herauskommt. Ja, und damit wir starten können, brauchen wir zunächst mal die Lasten auf die Bodenplatte und die bestimmen wir uns mit einer vertikalen Lastverteilung. Wir finden hier das Register Lastverteilung und dort die vertikale Lastverteilung. Wir treffen zunächst eine Geschossauswahl. Ich möchte für alle Geschosse die Lasten bestimmen und mit OK wird ein System generiert, das uns zeigt, welche Bauteile und welche Lasten in dieser vertikalen Last, in diesem vertikalen Lastabtrag verwendet werden. Und wenn wir jetzt auf Berechnen drücken, passiert im Hintergrund Folgendes. Es werden mehrere Plattenmodelle für jede Ebene von oben nach unten in Mikrofee angelegt und es werden stockwerksweise die Belastungen auf die Stützen und Wände bestimmt und werden auf das nächste darunterliegende
Geschoss weitergeleitet und es werden im Prinzip Plattenmodelle nacheinander von oben bis unten ganz klassisch durchgerechnet. Hier haben wir eigentlich noch nichts, was eine Boden-Bauwerksinteraktion angeht, in der Berechnung mit drin, sondern wir haben einfach eine klassische Lastermittlung. So, wenn wir auf OK drücken, dann sehen wir, dass hier unten Lasten ergänzt werden. Das sind jetzt die Lasten, die auf unsere Gründungsbauteile wirken. Und wir können mal exemplarisch uns eine Last betrachten. Das ist die der Stütze S8. Und da merken wir uns einfach mal, dass dort in der Einwirkung GK, also den ständigen Lasten, ungefähr 1800 kN wirken. So, bevor wir jetzt weiterrechnen, würde ich jedem empfehlen, zunächst mal eine Lastkontrolle durchzuführen. Bei der Lastkontrolle können wir ganz gut sehen, ob unser Modell richtig eingegeben wurde, ob da vielleicht irgendwelche Fehler drin sind. Und wir schalten uns da jetzt für das V-Lastmodell die drei Einwirkungen für die Tabelle zu und wir sehen im oberen Teil die positiven Lasten. Das sind die Lasten, die im Struktureditor vorgegeben wurden und auch im Struktureditor addiert werden. Und die negativen Zahlen, die wir hier sehen, das sind die Ergebnisse, die Mikrofed, die Plattenberechnungen, zurückliefern. Und ein Vergleich der beiden, oder wenn man die aufaddiert, muss natürlich 0 oder fast 0 ergeben. Ja, und wenn wir jetzt mal über unser Gebäude gehen, dann sehen wir, es ist alles in Ordnung. Wir haben im Prinzip keine Differenzen zwischen der Mikrofee-Berechnung und dem Ausgangssystem. So, und wenn wir diese Lastkontrolle durchgeführt haben, dann können wir beginnen, unsere Systeme abzuleiten. Als erstes möchte ich die Bodenplatte ganz klassisch als Platte rechnen, ohne jetzt die versteifende Wirkung des Kellerkastens zu berücksichtigen. Ich möchte einfach nur die Lasten aus den Stützen und aus den Wänden als Belastung auf die Bodenplatte ansetzen. Wir gehen dazu in das Register Teilsysteme. Dort gibt es eine Schaltfläche 2D Fundamentplatte. Die wählen wir aus, gehen auf unser Strukturmodell. Jetzt sehen wir, die Fundamentplatte wird gelb angeleuchtet. Ich klicke sie an, mit Enter bestätige die Eingabe und jetzt mache ich noch einige Festlegungen in dem ersten Dialog. Das ist zum Beispiel die Position F1. Das nenne ich mal Bodenplatte. Und im Lastabtrag stelle ich ein, welche Belastungen übernommen werden sollen. Und hier verwende ich jetzt die V-Lasten. Man könnte jetzt, wenn man das Ganze ich sag mal richtig komplett für ein reales System rechnen wird, würde man jetzt noch eine Aussteifungsberechnung vorher durchführen und dann könnte man sich vertikale Lasten aus horizontalen Belastungen geben lassen. Das heißt also, die Windlasten, die erzeugen ja eine Momentenbeanspruchung in den Wänden, die würden dann in Trapeze umgerechnet und die könnte man auch noch mit auf das System aufbringen. Ich möchte es jetzt an der Stelle bei den Vertikallasten ganz bewusst belassen, um möglichst einfaches System zu haben, damit wir die Ergebnisse gut vergleichen können. Aber wie gesagt, in einem realen System würde man natürlich noch die Aussteifungsberechnung mit dazu nehmen. Klick auf OK, legt das Modell an und wir sehen eben ein Modell, das besteht aus der Bodenplatte und den Lasten, die auf die Bodenplatte entsprechend anzusetzen sind. Und hier finden wir auch wieder unsere Stütze, die wir uns vorhin angeschaut haben, die S08, die mit 1800 kN auf die Bodenplatte einwirkt. So, das zweite System, das ich rechnen möchte, das ist der Kellerkasten. Ich möchte auch wieder die Lastverteilung von oben nach unten durchgeführt, klassisch rechnen, aber den gesamten Kellerkasten in einem System darstellen. Auch hier wieder Register Teilsysteme. Jetzt kann ich den 3D-Geschossbau wählen, diese Schaltfläche. Im ersten Schritt vergebe ich wieder eine Bezeichnung, das ist meine Position F2, die nenne ich Kellerkasten. Ja, und die soll jetzt zunächst mal nur das Kellergeschoss enthalten und der Lastabtrag, der soll wieder aus der V-Lastverteilung erfolgen. Klick auf OK, leg das Modell an und jetzt sehe ich bei der Kontrolle, hier sind doch noch gar keine Lasten aus den darüber liegenden Geschossen drauf.
Und das liegt daran, im 3D-System müssen wir die belastenden Bauteile vorgeben. Weil das 3D-System ist ja, sagen wir mal, ein allgemeines System, das könnte auch aus Teilen mehrerer Stockwerke bestehen. Und dann kann man nicht so ohne weiteres automatisiert festlegen, welche Bauteile jetzt Lasten bringen. Sowas ist bei einer Bodenplatte einfacher. Und in dem Fall müssen wir das jetzt noch händisch festlegen. Und das macht man am besten über das Fenstermodell. Hier klappe ich mal das Erdgeschoss auf und ich über die Checkboxen Struktureditorstütze und Struktureditorwand markiere ich oder selektiere ich alle Stützen und alle Wände im Erdgeschoss und unter Berechnungsmodelle wähle ich jetzt das Modell F2 und sage, die wirken dort belastend. Also mit ganz einfachen Klicks kann man diese Lasten da entsprechend festlegen. Wir gehen jetzt nochmal zurück in unser Berechnungsmodell und aktualisieren es. Und jetzt tauchen die Lasten aus den darüberliegenden Geschossen auch auf. Wir brauchen da keine gesonderte vertikale Lastverteilung durchführen. Wenn wir das einmal gemacht haben, stehen in jedem Stockwerk die Lasten dann entsprechend zur Verfügung. Also wenn wir jetzt hier hinfahren, dann sehen wir auch, hier haben wir nur 1400 kN, also die 400 kN, die aus dem Kellergeschoss kommen, sind hier natürlich nicht mit angesetzt. So, und das letzte Modell, das wir dann untersuchen wollen, das ist eine Untersuchung am Gesamtsystem. Auch das können wir uns ganz schnell wieder herleiten. Wir gehen nochmal auf Teilsysteme, 3D-Geschossbau. Das wird jetzt unser Modell F3. Das ist ein Gesamtsystem. Hier lasse ich jetzt alle Geschosse drin. Und jetzt brauche ich hier auch beim Lastabtrag nichts eintragen, weil ja die Vertikallasten schon im System komplett mit drin stecken. Klick auf OK, legt unser drittes System an. So, jetzt haben wir diese drei Systeme bei den Mikrofee-Berechnungsmodellen angelegt. Wir sehen hier den roten Punkt, das heißt, es sind nicht freigegebene Systeme. Unter Start finden wir die Schaltfläche Freigeben mit der Option, alle Berechnungsmodelle in einem Rutsch auf einmal freizugeben. So, das passiert jetzt. Die werden jetzt nacheinander freigegeben. Die Ampel ist auf grün und jetzt können wir in den Projektmanager wechseln und diese Modelle entsprechend verwenden. Ich fange jetzt an mit der Bodenplatte, mit der klassischen Berechnung. Das ist die Position F1, Bodenplatte, das können wir so stehen lassen. Und wir sehen hier jetzt das Modell der Bodenplatte. Wir sehen jetzt hier die Lastübernahmen in allen Lastfällen einzeln aufgeführt. Und das Einzige, was uns an der Stelle jetzt noch fehlt, ist das Auflager der Bodenplatte. Also gehen wir unter Auflager, steife Zifferverfahren beispielsweise. Die Voreinstellungen zur Bettung, die nehme ich jetzt einfach mal aus der Vorlage. Das werde ich in den anderen Modellen ganz genauso machen, damit wir gleiche Randbedingungen haben. Und als Eingabeoption wähle ich Polygon übernehmen mit einem Offset. Wir müssen einen Bettungskragen modellieren und den Bettungskragen, den wähle ich jetzt an der Stelle mit 6 Meter Breite. Ich fahre hier die äußere Berandung an und damit haben wir entsprechend das Gründungsbauteil gesetzt. So, jetzt können wir uns schon die Bemessung der Bodenplatte anschauen. Ich werde jetzt nochmal in einem ersten Schritt unter Nachweise GZT die Mindestlängsbewährung abschalten, weil ich möchte jetzt in den folgenden Beispielen die Bewährungsmengen vergleichen, und zwar zunächst mal die, die aus der reinen statischen Berechnung herauskommen. Die Mindestbewährung, die überdeckt da manches, da würde man manchen Effekt nicht sehen, weil die natürlich sofort angeordnet wird und immer mit dem gleichen Betrag, und dadurch sind die Unterschiede kleiner, als wenn man sie abschaltet, dann sieht man die Effekte der verschiedenen Modellierungen genauer. Ja, wir drücken auf Übernehmen
und führen jetzt mal eine Biegebemessung der Platte durch. So, wir sehen das übliche Bild. Wir haben jetzt hier die untere Bewehrung und ganz typisch unter der Stütze haben wir natürlich die höchste Konzentration an Bewehrung. Da haben wir eine starke Belastung der Platte und wir sehen auch hier an den Wandenden dieses Treppenhauskerns, auch da treten natürlich die größten Belastungen auf. Zum Rand hin wird es dann entsprechend weniger. Die R-Richtung ist in diesem Fall die Richtung senkrecht hier in Richtung der kurzen Achse. So, wir wollen dann später mal die verschiedenen Berechnungsergebnisse vergleichen. Und dazu eignet sich als ganz gut die Stahlmasse. Ich lasse mir jetzt mal die Stahlmasse ermitteln und mal komplett für die Oberseite. Das sehen wir dann hier. Da stehen 504 Kilogramm für die Oberseite. Und wenn ich nochmal umschalte, unten 3514 oder 3515 Kilogramm. Das heißt, wir haben rund 4000 Kilogramm an Bewehrung im gesamten System und wir haben den größten Anteil, also 3,5 Tonnen, haben wir auf der Unterseite. Auf der Oberseite haben wir relativ wenig Bewehrung. Ist auch ganz klar, wir haben jetzt ein System gerechnet, bei dem sich die Lasten über die Durchlaufwirkung in der Mitte konzentrieren und dann über die Stützen und über die Wandenden runterkommen. Die Platte biegt sich zur Mitte hindurch. Wir haben im Prinzip positive Momente in der Hauptsache und das führt eben zu einer Stahlkonzentration auf der Unterseite der Platte. So, das ist die erste Modellierung. Wenn wir das Thema Boden-Bauwerk-Interaktion uns mal anschauen, dann haben wir natürlich wenig Boden-Bauwerk-Interaktion, weil wir geschossweise die Lasten von oben nach unten getragen haben und erst auf der letzten Ebene, wenn die Lasten schon alle addiert sind von den Stützen beispielsweise, dort gibt es noch eine gewisse Interaktion, aber die Last, die von der Stütze auf die Bodenplatte aufgebracht wird, die geht mit dem vollen Betrag ein, als wäre sie oberhalb der Bodenplatte unverschieblich gelagert. Das ist die Annahme, die hinter diesem Modell steht. So, jetzt machen wir die nächste Stufe. Jetzt rechnen wir einen Kellerkasten. Also, ich mache das Gleiche nochmal. Ich verwende jetzt das Modell F2. Jetzt öffnet sich Mikrofee 3D. Ein dreidimensionales Modell unseres Kellers. Wir sehen auch hier stehen wieder die Lasten auf dem Keller und auch hier fehlt uns unsere Auflagerbedingung. Also setze ich nochmal auch hier nach dem Steifezifferverfahren unsere Gründung. Wir ändern nichts an den Einstellungen und auch hier verwende ich die Polygoneingabe mit einem Offset von 6 Meter. Ich fahre die Bodenplatte an, mache einen Klick und schon ist unsere Lagerung vorhanden. So, wir wollen uns in der Folge die Ergebnisse nur noch der Bodenplatte anschauen. Der Struktureditor liefert uns jetzt schon Gruppen. Da gibt es die Gruppe Strukturelement Fundamentplatte. Die wähle ich aus. Es wird noch das Gleiche angezeigt. Über Ansicht, Sichteigenschaften können wir aber bestimmen, dass nur die aktuell ausgewählte Gruppe gezeigt wird. Und jetzt sehen wir nur die Bodenplatte. Und wenn wir in die Draufsicht gehen, dann sieht das Ganze schon so ähnlich aus wie bei einer 2D-Berechnung. Aber das Modell enthält natürlich alle Elemente, die wir vorher angesetzt haben. Ich nehme auch hier wieder die Einstellung vor, die Längsbewehrung abzuschalten und als Bemessungsverfahren, da haben wir zwei zur Auswahl, wähle ich das Verfahren nach Thürlimann. So, und jetzt sind wir schon wieder in der Lage, dass wir uns zunächst mal ein erstes Bild über die Nachweise machen können. Wir führen jetzt eine Biegebemessung der Schale durch und würden ja jetzt ähnliche Ergebnisse erwarten wie bei der reinen Bodenplattenbemessung. Dann schauen wir uns mal an, was dabei rauskommt. Es sieht schon so ähnlich aus. Auch hier haben wir wieder Konzentrationen der
Bewährungsmengen im Bereich der Stützen und im Bereich der Wandenden. Also das ist mal qualitativ ähnlich. Aber wir schauen uns auch mal die Stahlmassen jetzt an. Und wenn wir jetzt die obere Stahlmasse anschauen, dann sind wir bei 1600 Kilo. Ich erinnere, vorhin hatten wir 500 Kilo. Und auf der Unterseite haben wir 2554 Kilo. Wenn wir es zusammenzählen, sind wir auch wieder in dem Bereich von rund 4000 Kilo. Es hat sich nicht so viel geändert, aber es sind im Prinzip 1000 Kilo von der Oberseite der Platte Richtung Unterseite gewandert. Und jetzt ist die Frage, woran liegt das eigentlich? Dazu schalte ich jetzt noch mal kurz das ganze System sichtbar. Ach so, das war jetzt ungeschickt, das in der Bemessung zu machen. Jetzt rechnet er ja nochmal alles durch. Können wir auch ruhig abbrechen. Und gehe nochmal in die 3D-Ansicht. Was haben wir jetzt eigentlich gerechnet? Wir haben einen Kellerkasten gerechnet. Alle Wände habe ich ohne Gelenke vorgegeben. Das heißt, es findet eine gewisse Einspannung der Bodenplatte in die Wände statt. Die Wände versteifen das Ganze und das führt natürlich dazu, dass ein Teil der Lasten erstmal nicht mehr nur über die Mitte abgetragen wird, sondern dass es zu einer Vergleichmäßigung kommt, dass Lasten mehr zum Rand hin wandern und es führt natürlich dazu, dass die Bodenplatte Einspannmomente erhält und diese Einspannmomente, die treten natürlich für uns in Form von oberer Bewährung in Erscheinung. Ja, und was wir oben zulegen, das können wir dann unten sparen. Entsprechend werden die positiven Momente geringer und dadurch haben wir ja am Ende des Tages fast die gleiche Bewährungsmenge, aber eben anders verteilt. Wir könnten jetzt in dem System eingreifen und könnten jetzt sagen, wir lagern vielleicht die Wände gelenkig oben und unten oder wir hätten die Möglichkeit auch in das Berechnungsmodell, in die Mechanik einzugreifen, weil ein großer Unterschied noch zwischen der 2D-Platte und der 3D-Berechnung ist natürlich, dass wir hier Schalenelemente verwenden, die auch Normalkräfte in sich tragen. Und hier durch diesen Kellerkasten entsteht natürlich im Prinzip auch sowas wie ein Kräftebar, Druck und Zug in der Decke, in der Kellerdecke und in der Bodenplatte. Und zusätzlich noch Momente. Im reinen Plattenmodell haben wir eine reine Momentenbeanspruchung. Also wir haben hier jetzt ein wesentlich komplexeres System, das vielleicht etwas realitätsnäher ist als unsere klassische Plattenberechnung. Und die Ergebnisse sind aber am Ende wieder gut erklärbar und auch vergleichbar jetzt zum Plattenmodell. Und wir können vielleicht jetzt hier nochmal einen Blick auf die Stützenkraft werfen. Da können wir mal die Auswirkungen der Balkenschnittgrößen uns einschalten und hier die Normalkraft. Wir hatten uns die 1800 kN gemerkt und hier haben wir jetzt nur noch ungefähr 1700 in GK. Und das liegt jetzt daran, die Stütze ist ja hier an dem Fußpunkt nicht mehr unverschieblich gehalten, sondern sie steht auf einem elastischen Untergrund. Die Bodenplatte gibt etwas nach unter dieser Last und dadurch sind diese konzentrierten Lasten alle etwas geringer in solch einem Modell. Und die Last ist natürlich nicht weg, die Last wird dann mehr über Wände, die an den Außenseiten des Systems angeordnet sind, übertragen oder zum Teil daher auch die negativen Momente bzw. die Bewährung an der Oberseite. So, und das Spiel können wir jetzt noch weiter treiben. Wir machen das Ganze jetzt nochmal am Gesamtsystem. Also wir verwenden jetzt unser drittes System, unsere Vergleichsrechnung, das Gesamtsystem. Kriegen wir sofort generiert. Auch hier fehlt uns wieder die Auflagerung im System. Also unter Auflager wählen wir das steife Zifferverfahren. Wir müssen das Ganze noch dem Kellergeschoss zuordnen. Verwenden wir das steife Zifferverfahren.
Die Einstellungen sind wieder gleich, die lassen wir bestehen und auch hier gleiche Bedienungskomfort, Polygon übernehmen mit 6 Meter Offset, fahre ich hier unten die Bodenplatte an und unser System ist gegründet und kann jetzt auch schon berechnet werden. Auch hier verwende ich wieder die Gruppen, also zunächst mal Ansicht, Sichteigenschaften, nur die aktuelle Gruppe anzeigen und dann wähle ich die Gruppe für die Fundamentplatte. Das hat den Vorteil, wenn wir gleich eine Bemessung durchführen, dann werden zwar die Schnittgrößen aus dem Gesamtsystem berechnet, aber die Bemessung wird nur für die Bodenplatte durchgeführt. Und damit sparen wir einfach etwas Berechnungszeit. Wenn Sie später auch in komplexeren Modellen Untersuchungen für bestimmte Stellen durchführen wollen, nutzen Sie die Gruppen, ordnen Sie die Bauteile bestimmten Gruppen zu. So sparen Sie einfach Bearbeitungszeit, wenn Sie sich auf bestimmte Teile zunächst mal konzentrieren wollen. Ja, auch hier wieder die Einstellungen, damit wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Auch hier wähle ich das Bemessungsverfahren nach Thürlimann und schalte die Mindestlängsbewährung für die Bodenplatte ab. So, jetzt rechnen wir das Ganze und jetzt haben wir das so ein sogenanntes Eingusssystem. Also wir rechnen komplett das ganze Gebäude von oben nach unten durch, als wäre es gleichzeitig auf einmal entstanden. Berechnung hat geklappt. Führen wir noch die Nachweise durch für die Bodenplatte. Und das kann man natürlich machen und wir untersuchen jetzt auch mal, welche Abweichungen wir dann entsprechend zu den Teilsystemen, die wir vorher gerechnet haben, erfahren. Zunächst mal ein Blick auf die Bewährungsmenge, also das Bewährungsbild ist natürlich wieder ganz ähnlich, auch hier wieder die konzentrierte Bewährung unter den Hauptbelastungsstellen. Aber wenn man sich jetzt die Stahlmasse mal komplett ermittelt, einmal für die Oberseite haben wir 1548 Kilo. Also wir haben ungefähr das gleiche an der Oberseite wie bei dem Kellerkastensystem, aber bei der Unterseite haben wir nur noch 1700 Kilo. Das heißt in der Summe circa 3300 Kilo. Wir sind von 4000 gekommen und jetzt haben wir in diesem 3D-System nur noch 3300. Also das 3D-System hat folgenden Grund. Das 3D-System trägt ja insgesamt über die gesamte Höhe, wirken alle Bauteile am Lastabtrag mit. Es führt zu einer Vergleichmäßigung der Belastung von oben nach unten. Und wenn die Lasten natürlich gleichmäßiger kommen, dann muss die Bodenplatte weniger Lasten verteilen, weil es eben oben schon stattgefunden hat und sie kriegt dann entsprechend auch geringere Schnittgrößen und daraus lassen sich dann auch diese geringeren Bewährungsmengen erklären. Man darf aber bei dieser Betrachtung eben nicht die Bodenplatte isoliert sehen. Auch hier haben wir jetzt noch keine Gelenkbedingungen eingefügt. Das müssen wir natürlich in einem realen System uns sehr genau überlegen, was wir an der Stelle machen. Und wir haben jetzt alles biegesteif miteinander verbunden und es ist so, dass die Bewährung sozusagen im gesamten System bei solchen Berechnungen, ich nenne es mal, wandern kann. Also was wir bei der Bodenplatte vielleicht sparen, müssen wir bei den Wänden einlegen. Man kann die Bauteile und die Bewährungsmengen jetzt nicht mehr isoliert betrachten, sondern wir müssen das Ganze als ein Gesamtsystem betrachten, bei dem wir eben alle Stellen dann so wie in diesem System berechnet bewähren und dann können wir es auch so ausführen. Ja, und jetzt vielleicht nochmal ein Blick auf unsere Stütze. Ich schaue nochmal auf die Auswirkungen. Auch hier Balkenschnittgrößen, die Normalkraft. Und wenn wir da jetzt mal an die Stütze ranzoomen, da sind wir in GK noch bei knapp 1300 kN. Also wir kommen von 1800, waren dann bei 1600 oder 1700, jetzt sind wir hier noch bei 1300. Und das ist eben sind zwei Effekte. Einmal das gemeinsame Wirken aller Bauteile, die zu einer Vergleichmäßigung kommen. Das ist eher aus meinem statischen System. Und das andere ist natürlich die Nachgiebigkeit der Stütze hier unten. Das wirkt sich bis hier oben hin aus, dass die Stütze da unten eben nicht starr gelagert ist, wie in unserer
klassischen Berechnung aus dem V-Lastmodell angenommen, sondern dass die Stütze eben insgesamt nachgiebig gelagert ist. Wir können das Spiel jetzt noch weiter treiben und könnten uns überlegen, ja gut, vielleicht ist es ja nicht ganz realistisch, das Ganze in einem als ein Gusssystem zu rechnen, sondern ich möchte mal betrachten, was kommt denn für die Bodenplatte raus, wenn ich zunächst mal nur den Kellerkasten anschaue oder im nächsten Schritt den Kellerkasten und das erste Obergeschoss und so weiter. Also den Baufortschritt irgendwie mit in die Berechnung mit einbringe. Und sowas können wir mit unseren Situationen abbilden. Wir können hier auf dieses Zahnradsymbol klicken und hier könnten wir uns jetzt neue Situationen anlegen. Wenn wir einen klassischen Geschossbau haben, können wir auch diese Schaltfläche verwenden, Situationen automatisch erzeugen und dann werden diese Situationen so angelegt, dass Geschoss für Geschoss immer dazugenommen wird und wir im Prinzip für jedes Geschoss eine Situation angelegt bekommen. Der Dialog hat sich jetzt geschlossen. Ich gehe noch mal rein. Wir sehen jetzt hier die unterschiedlichen Situationen von Kellergeschoss bis Dachgeschoss, die angelegt wurden. Und im Fenstermodell kann man eigentlich ganz gut mal zum Beispiel das Kellergeschoss auswählen. Ich das Kellergeschoss selektiere und unter Allgemein sehe ich jetzt, dass das Kellergeschoss in allen Situationen, die ich angelegt habe, vorhanden ist. Das ist klar, das ist das unterste Geschoss, das muss überall dabei sein. Ja, und wenn ich dann in ein anderes Geschoss gehe, zum Beispiel das Erdgeschoss, dann sehe ich, dass es in allen Situationen außer dem ersten, außer dem Kellergeschoss. Und so geht es nach oben hin weiter. Das wurde jetzt alles mit dieser Schaltfläche automatisch erzeugen, direkt angelegt. Ja, und jetzt gehen wir nochmal auf unsere Gruppe Fundamentplatte, schauen uns das Ganze von oben an und führen nochmal die Biegebemessung der Fundamentplatte durch. Jetzt ist der Rechenaufwand natürlich entsprechend höher. Wir rechnen insgesamt, habe ich richtig gezählt, 6 Systeme und bilden von diesen Bemessungsergebnissen die umhüllende. Und da kann es durchaus Systeme geben, wo es mal auf der Oberseite oder mal auf der Unterseite Zug gibt, das im Gesamtsystem so nicht rauskommt. Und wir kriegen dann eine Berechnung, bei der ich jetzt erwarten würde, dass wieder etwas mehr Bewährung rauskommt, weil wir eben die Steifigkeiten der oberen Geschosse und die Möglichkeiten der Lastverteilung der oberen Geschosse nicht ganz so ausnutzen, weil wir da eben sukzessive vorgehen. So, jetzt wird noch die Bodenplatte bemessen. Wie gesagt, das ist eine umhüllende Bemessung. Und dann schauen, werfen wir nochmal einen Blick auf unsere Stahlmassen, die sich dadurch ergeben. So, wir sind bei 50% der Berechnung angelangt. Das ist natürlich jetzt schon entsprechend aufwendig, was wir da treiben. So, jetzt haben wir unsere Bewährungsmengen. Es sieht natürlich optisch wieder ganz ähnlich aus. Ich schalte mir die Ermittlung der Stahlmassen zu. Jetzt sehen wir eine obere Bewährung von 1590, also unwesentlich mehr als in dem Eingusssystem für die Oberseite. Und bei der Unterseite haben wir fast 2 Tonnen, da lagen wir vorher noch bei 1,7 Tonnen. Das heißt, in der Summe sind wir jetzt von 3,3 Tonnen auf 3,6 Tonnen gestiegen. Das ist ja schon nicht unerheblich und das ist eben der Effekt, dass wir an der Stelle nicht mehr das Eingusssystem verwenden. Es kommt zu einer Umlagerung der Bewährungsmengen und der Schnittgrößen und das bedeutet natürlich auch, dass es in den anderen Bauteilen, wie gesagt, man darf jetzt nicht die Bodenplatte isoliert betrachten, auch zu anderen Verschiebungen und Effekten kommen kann, der Bewährungsmenge. So, das Ganze kann man jetzt natürlich noch weiter treiben. Und zwar haben wir noch die Möglichkeiten,
bei den Situationen den Verformungsausgleich im Baufortschritt entsprechend zu berücksichtigen. Hier wird jetzt Folgendes gemacht. Man rechnet die erste Situation oder eine der Situationen, die führen zu Verformungen und das heißt zu Eindrückungen der Stützen und der Wände. Und wenn wir den nächsten Baufortschritt rechnen, werden diese Eindrückungen wieder ausgeglichen, was dann dazu führt, dass wir wieder näher an unser System kommen, dass die Interaktion, die Nachgiebigkeit der Stütze nicht vom Dachgeschoss bis in den Keller im Prinzip durchwirkt und das Ganze zu einer ganz langen Feder wird. Also das hat zur Folge, dass im Baufortschritt die Verformungen ausgeglichen werden und wir damit die Möglichkeit haben, wieder in Richtung der klassischen des Ergebnisse in Richtung des klassischen Lastabtrags bekommen, weil eben die Stütze nicht als lange Feder wirkt, die sich dann im Prinzip über die komplette Länge zusammendrückt, sondern im Baufortschritt die einzelnen Geschossverformungen, die nach und nach entstehen, ja, wie es in der Realität auch ist, wieder ausgeglichen werden. Die Decken werden ja jeweils horizontal geschalt und ganz unbewusst werden sozusagen die Stützen im Baufortschritt immer etwas länger gebaut, als das reine rechnerische Maß des Eingusssystems entsprechend wäre. Also wir schalten mal den Verformungsausgleich im Baufortschritt ein und führen nochmal die Biegebemessung der Fundamentplatte entsprechend durch und damit schauen wir uns mal das Ergebnis dann an, was jetzt für diesen Nachweis dann entsprechend herauskommt. Es werden wieder alle Situationen berechnet. Jetzt ist die Berechnung noch einen Schritt aufwendiger, weil eben noch die Verformungen in den jeweiligen Bauzuständen wieder addiert werden. Aber ich würde dann erwarten, dass die Stützenkraft natürlich dann wieder größer wird, die in dieser Gesamtstütze wirkt. Damit auch wieder eine größere untere Bewährung entsteht, weil wir uns wieder in Richtung einer Konzentration der Lasten zur Mitte hin bewegen. Wir werden es gleich sehen, ob ich mit dieser Annahme recht habe. Das Ganze könnte man jetzt noch weiter treiben. Das werde ich jetzt dann nicht mehr aus Zeitgründen vorführen. Ich habe das Ganze ja jetzt so gemacht, dass ich in jedem Bauzustand annehme, dass die Lasten, die für den Endzustand angenommen wurden, da haben wir jetzt gar nicht reingeschaut, aber dass die da schon wirken. Also die Nutzlast und die Ausbaulasten, die wirken bei mir alle in den einzelnen Bauzuständen. Wenn man jetzt ganz genau rangehen will, dann könnte man die Lasten als Platteneigenschaft deaktivieren und die Lasten dann als Gleichflächenlast auf die einzelnen Geschosse aufbringen. Und dann diesen Gleichflächenlasten auch Situationen zuordnen und dann zum Beispiel sagen, dass in den ersten Situationen eben nur keine Ausbaulast und nur eine Nutzlast in Höhe einer üblichen Verkehrslast im Bauzustand wirkt. Und in der allerletzten Situation, das wäre dann noch eine zusätzliche für die Nutzung, wirken dann auf das Eingusssystem, weil das dann richtig wäre für den Fall, wirken dann entsprechend die finalen Ausbaulasten und die finalen Nutzlasten und darüber wird eine umhüllende gebildet. Das würde dann vermutlich nochmal wieder etwas günstigere Ergebnisse liefern als das, was wir jetzt machen, was eher etwas auf der sicheren Seite liegt. Also hier nochmal ein Vergleich der Stahlmassen. Für die Oberseite erhalten wir jetzt 1600 Kilo, wieder fast gleich geblieben. Und für die Unterseite haben wir jetzt nahezu 2200 Kilo. Das heißt, wir sind jetzt bei 3800 Kilo. Und wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an unsere Plattenberechnung von Anfang an, da waren wir bei 4000. Also wir sehen,
egal wie wir rechnen, wir können natürlich nicht wesentlich an Stahl sparen. Das, was wir brauchen, um so ein Bauteil nachzuweisen, das müssen wir auch irgendwie einlegen. Das kann man mit einem Berechnungsverfahren allein nicht wirklich verändern. Man kann es nur beeinflussen, indem man das entsprechende System wählt und dann, sage ich mal, die Lasten an die ein oder andere Stelle führt und damit auch die Bewährungsmenge oder die Stelle der Bewährung, an der ich sie einlege, beeinflussen kann. Wenn Sie mich jetzt fragen, welches dieser vielen Beispiele, die wir jetzt gerechnet haben, ist richtig, dann muss ich Ihnen aus Sicht eines Softwareherstellers sagen, natürlich sind alle richtig, weil in allen Systemen habe ich genau, kriege ich die Ergebnisse für das, was ich als Anwender vorgegeben habe. Und am Schluss möchte ich Ihnen vielleicht mitgeben, wenn wir Werkzeuge wie den Struktureditor zur Verfügung haben, dann ist es sehr einfach, mal solche Vergleichsrechnungen anzustellen. Und bei komplexeren Systemen ist es ja durchaus nicht trivial, sich den Lastfluss immer sofort zu vergegenwärtigen. Wir verbringen jetzt nicht mehr viel Zeit damit, geometrische Eingaben zu machen. Wir können uns noch und noch Modelle aus dem Struktureditor, wenn wir es einmal drin haben, ableiten. Die Lasten sind schon alle drin. Wir sollten die Zeit eher beim Modellieren und bei den Gedanken zum System, zur Systemfindung verbringen im Mikrofilmmodell, wo wir uns dann noch Gedanken machen können, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, welche Randbedingungen setzen wir? Wo setzen wir beispielsweise Gelenke an? Es ist immer so, für die, die in 3D noch nicht so bewandert sind, wenn wir kein Gelenk setzen an einer Nahtstelle zwischen zwei Elementen, hier beispielsweise zwischen den beiden Flächen, dann ist hier auch kein Gelenk, dann ist hier eine biegesteife Verbindung. Das muss man einfach wissen. Man muss sich Gedanken zum System machen und zur Modellierung. Und dann kommt man auch zum Ziel. Und ja, unser Struktureditor ist eben dafür ein wunderbares Werkzeug, weil man sehr schnell zu vergleichenden Berechnungen kommen kann. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Sascha, für die sehr ausführlichen Beispiele. Und natürlich auch herzlichen Dank, Herr Minnert, für die spannenden Ausführungen im ersten Teil. Ja, der Dank, der ist nicht nur von mir. Auch im Chat wurden viele Danksagungen eingetragen. Die gebe ich natürlich gerne an unsere beiden Referenten weiter. Zum Abschluss würde ich gerne noch aus dem Chat zwei Fragen aufgreifen, die ich Ihnen gerne mitteilen würde, Herr Minnert. Und zwar hätten wir zum einen eine Frage. Sie haben ja viel über die FE-Methode gesprochen. Und gerade wenn wir an das Thema BIM in der Tragwerksplanung denken, hier geht die Frage in die Richtung, wie sieht das aus in BIM-Projekten? Kann dann überhaupt noch die klassische Positionsstatik zum Einsatz kommen? Ja, ich denke, das ist so. Das ist, für mich bedeutet BIM nicht gleichzeitig, dass nur noch finite Elemente möglich sind oder notwendig sind. Ich hatte das so ein bisschen deutlich gemacht, dass jeder dort seinen Weg finden muss, um in diesem, sage ich jetzt einfach mal, in diesem BIM-Prozess mitzuspielen. Aber ich denke, dass auch noch langfristig eine klassische Positionsstatik ihre Daseinsberechtigung hat. Sie hat sich ja auch über viele, viele Jahre durchgesetzt, dass es bei manchen Projekten einfach auch sinnvoll ist, über Positionsstatik zu gehen und nicht direkt irgendwie infinite mehr Elemente einzusteigen oder räumliche Konzepte. Ich glaube schon, dass auch bei den zukünftigen BIM-Prozessen die normale Positionsstatik noch eine Rolle spielen wird. Ja, vielen Dank für die Antwort. Die zweite Frage, die wir uns jetzt noch ausgesucht haben, geht auch nochmal zur FE-Berechnung. Und zwar ist hier die Frage genannt, wie kann man bei FE-Berechnungen, zum Beispiel Querkraftbemessung von Platten, einschätzen, wann jetzt ein Extremwert vorliegt und wann es sich um eine Singularität handelt? Ja, das ist immer wieder eine Frage, die sehr oft von den Praktikern gestellt wird. Wie kann man das abschätzen? Sind das Bereiche, die ich beachten muss, wo ich mich drum kümmern muss, oder sind es wirklich Singularitäten? Ich denke, eine gute Möglichkeit ist, wenn man dann im Detail einfach sich mal die Ergebnisse anguckt, den einzelnen Knoten. Also wenn ich zum Beispiel an einem ganz speziellen Knoten einen extremen Wert habe und gehe einen FE-Knoten weiter weg und es fällt schon sehr, sehr stark ab, dann signalisiert mir das schon sehr stark, dass es sich um eine Singularität handelt. Und dann brauche ich eigentlich auch noch nicht weiter drüber nachzudenken. Sollte es aber über größere Bereiche natürlich sein, dann sind es hoch ausgelastete Bereiche. Und dann muss ich mir auch Gedanken machen hinsichtlich
dem zum Beispiel Querkraftnachweis. Ja, okay, vielen Dank. Ja, damit sind wir am Ende angekommen von unserem Webinar. Vielen Dank nochmal, Professor Minnert, dass Sie heute bei uns waren und diesen spannenden Vortrag gehalten haben.